Hallo ihr Lieben, heute Abend möchte ich euch noch das Ratzinger Buch vorstellen, was ich ja schon angedeutet hatte. Und ja, hier ist es, Jesus von Nazareth, der Prolog. Das hat ja auch mit meiner Dissertation zu tun, weil ich ja über Ratzinger promoviere in dem Sinne. Und ja, ich denke, ich werde euch vielleicht mal ein paar Passagen vorstellen. Kann ja nicht schaden. Wir fangen natürlich nicht mit dem ersten Kapitel an, weil das ist ja nur die Einleitung und das wäre auch irgendwie lame und langweilig. Ja, zweites Kapitel ist die Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers und der Geburt Jesu. Ich habe mir natürlich wieder ein paar Notizen gemacht für euch, damit... guckt euch mal meinen krüppeligen Rücken an. Macht euch mal einen Begriff. Egal. Aber guckt euch mal diesen komischen... Was ist denn das? Nee, das ist ein Rentier, ne? Kein Elch. Elch hat ja so eine breiten Schaufeln. Egal. Also. Ratzinger schrieb zur literarischen Eigenart der Texte. Dass natürlich alle vier Evangelien irgendwie die Gestalt Johannes des Täufers verarbeiten. Und dass eben Matthäus und Lukas die Ereignisse der Kindheit Jesu mit Ereignissen aus dem Alten Testament verbinden. Jeder, der mal irgendwie was mit Theologie zu tun hat, weiß das. Ratzinger konstatiert, dass eigentlich bei Lukas ein hebräischer Text zugrunde liegen müsse. Ja. Und ja, da kann man sich vielleicht drüber streiten. Jedenfalls behauptet er, dass die ganze Darstellung in diesem Text durch Semiten geprägt wurde und dadurch eben auch judenchristlich geprägt ist, natürlich. Ja. Und ja, es ist natürlich bei Ratzinger immer schwierig, genau einzuordnen, in welche Schule das Ganze jetzt gehört, ne? Weil er natürlich auch sehr idealistisch in diesem Sinne ist. Und es ist natürlich auch schwierig mit den Quellen. Es ist schwierig. Natürlich ist es nicht aus der Luft gegriffen, was er anführt, aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig auszudeuten. Er sagt ja selber, natürlich wird die moderne kritische Exegese solche Zusammenhänge als einfältig einordnen in dem Sinne. Und und hinterfragt das dann natürlich wieder, ne? Aus seinem Standpunkt heraus. Er sagt eben, Matthäus und Lukas wollten eben je nach ihrer Eigenart keine Geschichten in dem Sinne erzählen, sondern eben Gottes Wort deuten. Da würde ich ihnen recht geben, also ihm recht geben, beziehungsweise den Exegeten, die das so auslegen. Und auch in dem Sinne, dass es ein wechselseitiges Verhältnis gibt. Ja, schwierige Kiste. Hier gleich am Anfang ist es eine schwierige Kiste. Ja, er sagt natürlich, ja, das ist natürlich die Wirklichkeit, auf die die Worte warten und das wird in den Worten beschrieben. Das ist natürlich wieder typisch Ratzinger, so eine Aussage, ne? Beziehungsweise es ist eben die Aussage eines klassischen Exegeten seiner Zunft und ja, dann schauen wir mal weiter. Zur Ankündigung der Geburt des Johannes. Hier möchte ich eigentlich sinngemäß zitieren und dann danach vielleicht etwas dazu sagen. Also er sagt gerade vorab, es geht tatsächlich einzig und allein um die Geburt und die Kindheit des Täufers. Dann geht er natürlich auf Zacharias ein, der ja ein Angehöriger der Priesterkaste war und auf Elisabeth, seine Frau, die unfruchtbar war. Das kennt man ja.
Was ich ganz interessant finde, ist natürlich hier der Zwischeneinwand, dass eben im alttestamentlichen Recht natürlich der Priesterdienst vorbehalten war für die Zugehörigen des Stammes der Söhne Aarons in dem Sinne und Levi. Ja. Was ich mich natürlich jetzt frage, ist, wo ich jetzt selber nachdenke, weil wir jetzt live sind. Er schreibt wortwörtlich, nach alttestamentlichem Recht ist der Dienst der Priester an die Zugehörigkeit zum Stamm der Söhne Aarons und Levis gebunden. So ist Johannes der Täufer Priester. Macht Sinn. Es erscheint ihm wichtig, dass das ganze Priestertum des alten Bundes in Johannes zur Prophezeiung Jesu wird und auf ihn hinweist. Weiterhin zitiere ich: In die gleiche Richtung der inneren Einheit der beiden Testamente weist auch die Charakterisierung von Zacharias und Elisabeth im folgenden Vers des Lukas-Evangeliums. Von beiden wird gesagt, dass sie so lebten, dass es in den Augen Gottes gerecht ist. Okay, ja, das kann man so hinnehmen. Und in ihnen gehen alter und neuer Bund ineinander über. Ja, das macht Sinn. Ja. Er geht dann natürlich nicht weiter auf die exegetischen Hintergründe ein, sondern geht dann natürlich wieder weiter in die systematische Theologie hinein, die ja auch eigentlich sein Fach war, also Dogmatik und systematische Theologie, und fängt dann mit der Apokalypse an tatsächlich. Also er fängt nicht damit an, die Apokalypse einzuleiten, was vielleicht besser gewesen wäre, wie man sich manchmal so denkt. Aber nein, darum geht's nicht. Er zitiert: In dieser Stunde, in der himmlische und irdische Liturgie sich vereinigen, erscheint dem Priester Zacharias ein Engel des Herrn. Und dann geht es eben darum, dass es eben einen neuen Schritt der Heilsgeschichte einleitet. Ja, und dann geht es natürlich in diesem Sinne um eben diesen Priestertempel. Es geht darum, dass es eben auch schon eine Frau ist, die eben nicht auf einem normalen Wege Kinder haben konnte. Leute, you know, ich fühle es. Und dann stellt er den Kontext natürlich her zum alten Bund, ist ja klar. Ja, diese ganze Geschichte mit den unfruchtbaren Eltern, das ist ja auch schon bekannt. Und in dem Sinne besteht Johannes natürlich in der Reihe derer, die eben nur durch das Eingreifen Gottes eben Vater oder eben fruchtbar werden konnten. Das ist ganz klar, und ist eben in diesem Sinne in der Kategorie der Propheten. Ja. Ja, dann geht es eben um den Gruß des Engels an Maria, dem hebräischen Grußwort Shalom, das kennen wir alle. Da schreibt er tatsächlich, dass er es eben als einen Bruch ansieht, dass er eben sagt, gegrüßt seist du in der, also Scheire, in der griechischen Grußformel, okay. Beziehungsweise freue dich im übertragenen Sinne.
Ja, dann haben wir natürlich wieder diese Aussage, ja, Maria als die Tochter, Zion in Person. Das kennt ja jeder, glaube ich, der sich mal mit Mariologie und so beschäftigt hat. Dass das dann natürlich so dargestellt wird. Ich schaue jetzt mal weiter, ja, dass es euch nicht langweilt. Dann kommt wieder Augustinus. Das kennt ja auch eigentlich jeder. Maria wird Mutter durch ihr, ja, ja, gut, das weiß auch jeder. Es ist wirklich schwierig, in diesem Buch was Neues zu finden, was wahrscheinlich auch dazu führt, dass viele Exegeten, die jetzt eher so eine, also die eher so auf der Suche nach was Neuem sind, eben dieses Buch nicht gerade sehr ansprechend finden. Ja, der, während der Engel Maria erschien und zu ihr hereintritt, erscheint der Josef nur im Traum, ja, das weiß man ja auch. Träger der Davidsverheißung, dies, das, weiß man auch. Ja, Josef wurde ein Auftrag erteilt, den nur Gott selbst erteilen kann, im theologischen Sinne. Haben wir auch schon oft besprochen im Theologiestudium. Ich finde es tatsächlich gerade schwierig, obwohl ich es sehr genossen habe, dieses Buch zu lesen, etwas rauszulesen, was jetzt nicht jemandem, der mal Theologie studiert hat, tatsächlich geläufig ist. Weil es eben wirklich diese ganz alten Sachen sind, die eben überhaupt nicht hinterfragt werden. Was ja nicht heißt, dass sie falsch sind, aber ist schon schwierig. Ja, jetzt redet er ein bisschen über die Assyrer. So, schauen wir weiter. Jungfrauengeburt ist auch ganz interessant. Das finde ich tatsächlich interessant, weil es eben auch da um die Würde der Frau geht. Irgendwie ist eine Jungfrau was Besseres. Also eine Frau, die nie Sex hatte und möchte, dass die Bibel damit suggerieren, dass Maria eben als Jungfrau geboren hat und eben nicht mit dem Josef Sex hatte vorher, ne? Und da sagt ja er auch ganz klar, das ist Quatsch. Darum geht es überhaupt nicht. Und verweist zunächst auf die Darstellung der göttlichen Zeugung bei den Pharaonen. Was jetzt eigentlich schon interessant ist, aber in diesem Kontext ist nicht so relevant, dass ich es jetzt vortragen möchte, weil wir auch nur begrenzt Zeit haben. Er sagt eben, es geht überhaupt nicht um die Körperlichkeit, sondern eben darum, dass eben diese Offenheit Mariens für Gott besteht und eben dadurch dieser Geist das Kind in ihr schafft. Also quasi eine Neuschöpfung, ohne dass vorher, ja, das ist jetzt natürlich sehr weit hergeholt, aber ohne dass vorher etwas vorhanden sein musste oder dass irgendwas aus der Materie oder aus der jetzt bestehenden Welt damit hineinspielen musste. Also quasi eine komplette Neuschöpfung. Und das ist ja auch das, was Christus eigentlich ist und bewirken wollte. In dem Sinne. So in diesem Sinne, dass, wie Barth sagen würde, die Materie auch Gott gehört. Und der damit tun kann, was er will.
Also es geht damit jetzt, es geht dabei ganz sicher nicht darum, dass die nie gepoppt hat und dass eben Menschen, die poppen, halt böse sind, sondern da geht es um was ganz anderes in dieser Symbolik. Dann geht's weiter. Die historische und theologische Rahmenbedingung der Geburtserzählung Jesu. Ja, dann kommen wir jetzt ein bisschen so in den Bereich, der jetzt für Weihnachten relevant ist. Die Volkszählung zum Zweck der Steuerveranlagung. Da gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Ansichten. Ich weiß nicht, ob Ratzinger da jetzt die korrekteste liefert bezüglich der historischen Korrektheit, aber wir schauen mal. Wir schauen mal rein. Auch hier, ich habe da ganz viel markiert. Ich versuche immer nur das vorzutragen, wo ein Fragezeichen dran ist, weil sonst würde ich euch das Buch vorlesen und kauft euch das lieber selber, es ist interessant. Aber glaubt nicht alles. Genau, und er sagt natürlich wieder, er ist Systematiker, er ist kein Bibelwissenschaftler und er ist auch kein Historiker. Und das bin ich auch nicht, möchte ich auch nicht sein. Ich bin von Herzen her Dogmatiker und Systematiker, ne? Und das werde ich auch immer bleiben. Das ist genau das, was ich machen möchte und das ist genau die theologische Disziplin, die ich liebe. Und in dem Sinne, aber er sagt, er gehört genau einer datierbaren Zeit zu und einem genau berechneten geografischen Raum, so dass das Ewige das Konkrete berührt. Und das ist natürlich wieder in der systematischen Theologie verortet, dass eben im Christentum das Abstrakte das Konkrete berührt und dadurch eben Wahrheit wird. Ne? Ja, Wahrheit wird es Quatsch. Die Wahrheit sich zeigt, sagen wir es so. Dann geht es um die Geburt Jesu. Das möchte ich jetzt ein bisschen mehr vortragen, weil es ja jetzt um die Weihnachtszeit geht. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Zitate vorlesen, die ich markiert habe und vielleicht noch was dazu sagen. Er schrieb, für den Retter der Welt, für den, auf den alles hin geschaffen ist, ist aber kein Platz da. Von Geburt an gehört er nicht zu dem Bereich dessen, was weltlich wichtig und mächtig ist. Sehr wichtig. Wenn man jetzt manchmal die Leute anguckt, gerade so die Vatikanmenschen, ne, diese Karrieristen, ne? Dann verweist er auf Justin den Märtyrer, gestorben 165, und auf Origenes natürlich 254. Wir finden in der Überlieferung, dass der Ort der Geburt Jesu eine Grotte gewesen sei, weil das ja auch sehr strittig ist, wo der eigentlich geboren ist. Ob das eine Krippe war, eine Grotte oder dies, das. Eine Krippe war es natürlich nicht, aber ja. Ja, dann redet er noch über Peter Stuhlmacher, also über noch einen anderen Theologen und so. Das müssen wir jetzt auch nicht vertiefen. Ihr müsst es selber lesen, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, dann geht es natürlich noch um den Text Maria bar ihren gebar ihren Sohn den Erstgeborenen, weil da ja natürlich dann viele sagen, ja, wie kann das denn sein, dass er der einzige Sohn war und so, was ja eigentlich theologisch festgeschrieben ist. Und das schreibt er dann halt dazu, der Erstgeborene ist nicht notwendig der Erste, in der einer nachfolgt, also nicht der Erste in einer Reihe, ne? Und es gibt eher eine theologische Qualität an, in der eben die Ältesten Gesetzeszusammenhänge Israels zum Ausdruck kommen. Also im Sinne von, das Wort vom Erstgeborenen bedeutet eben nicht, dass danach noch welche kommen, wenn man so will. Und
Er zitiert Ex 13, 1f, erkläre alle Erstgeburt als mir geheiligt, alles, was bei den Israeliten den Mutterschoß durchbricht, bei Mensch und Vieh gehört mir. Darauf wird halt referiert. Und Ratzinger deutet das eben auch schon als Vorverweis auf die folgende Erzählung und die Darstellung Jesu im Tempel. Ja. Und sagt eben, dass er eben auf andere Weise erst geboren ist und es geht eben nicht um weltliche Brüder, wenn man so will. Also Erster der Würde und eben Erster der neuen Menschheit, so bezeichnet Ratzinger es. Und auch Paulus dann danach. Also nicht nach Ratzinger, sondern eben nachdem es passiert ist. So, dann schauen wir mal weiter, was wir noch haben. Die Darstellung Jesu im Tempel. Leute, ich würde sagen, das wird das nächste Video. Ich bin jetzt erstmal raus. Peace out. Leute, ich bin draußen. Gönnt euch das Buch. Ich würde gern mit euch drüber diskutieren. Und in diesem Sinne, schönen Abend noch.